Ruf ihm noch vom Pferd aus zu. Ignar, wo ist die Bohnenstange? Was? Ragnar? Dieser Torwart, wie hieß der Dame nochmal? Die Bohnenstange. Keine Ahnung. Setzt euch doch mal hin. Wir haben keine Zeit. Auf die Bäume, es geht los. Streichel Leonardo nochmal hinter die Ohren. Ja, er schnappt sich seinen Rucksack, schreit, ich will mal kurz austreten und rennt dann irgendwo ein bisschen in die Pampa und bleibt danach stehen und pinkelt. Danach kramt er kurz im Rucksack, schmeißt etwas ins Gebüsch und kommt danach wieder. Ignal, los, auf den Streitwagen, hol meine Rüstung, wo ist meine Rüstung? Was? Deine Rüstung? Die liegt drin. Irgendwo. Ja. Los, zeig's mir, lauf, Junge! Ja, warte mal. Rennt los, tritt so ein bisschen sein Bier um und stiefelt dann mit seinen kleinen Beinen in Richtung des Innenraums. Du kannst noch sehen, wie der Geist sich anstarrt und einfach in Richtung dieser seltsamen, schleimigen Hibernatoren von den Homerian immer weiter. Siehst deine Rüstung, klopfst sie einfach auf, lässt den Rest noch irgendwie liegen, der dabei ist. Los, Ignar, los, ist egal, lass liegen. Wir müssen los. Ich kauf die neuen Sachen. Ich schnapp mir auch meine Ausrüstung, also rein in diesen Alkoven wahrscheinlich rein und schnapp mir Schulter meinen Rucksack und ruf diesen Geist zu, kümmert euch um Leonardo, den Esel, und rennt den draußen. Ich mach dasselbe. Hast ihr vielleicht Geld hier? Also von mir ist auf jeden Fall auch Geld auf dem einen Esel von Ragnar. Keine Ahnung, ob das da ist. Oder ob das auch einfach weg ist. Dein Besitz hast du wohl noch. Okay. Ja, also ich lasse auf jeden Fall Zelt dann hier, weil das kann ich nicht mitnehmen. So, dann soll ich mich jetzt... da ist ja gar kein Platz mehr da. Müssen wir jetzt nur noch auf Irma warten. Wo ist denn der? Komm, schon wieder angelaufen. Ach, da bist du. Was brauchst du so lange? Ich musste austreten, Herr. Es tut mir leid. Auf die Bevor ich das später beim Reiten machen muss. Ja. Winkeln im Sattel ist immer sehr unbequem. Nun gut, dann hoch. Ihr reichen mir auch nochmal die Hand hin, um ihn auf den Sattel zu ziehen. Danke. Und man sieht, dass er immer mittlerweile auch den Bogen entspannt hat und wieder sozusagen am Rucksack verstaut hat. Den entspannten Bogen. Die Sehne wahrscheinlich irgendwo in einem Fettdöschen. Ja, ihr steigt wieder auf und die Reise geht weiter. Wenn wir irgendwann über einen Bach oder so kommen oder was auch immer hier lang fließt mittlerweile, friemel ich kurz mal eine Artefakte von mir und schmeiß die da rein. Gut. Also die ich hingekauft habe. Mhm. Wenn ihr euch umseht, nochmal diesen Hügel von der Dämonenarche runterschaut, in Richtung von da, wo Yol'Gurmag liegen muss, die Stadt selber könnt ihr nicht mehr sehen, aber ihr seht eine riesige Flammensäule, die in den Himmel ragt, das Akrimatheum, was unendliches Feuer speit. Vor euch liegt der schwarze Wald, mit seinen bewegenden Bäumen, die knarren, quarzen. Und eine weitere Tagesreise, die euch bis zu Tobimora führt, wo ihr dann auf der anderen Seite vielleicht Kleinwaldstein finden könntet mit den Rondrianern. Zumindest geht es erstmal weiter. Auf der Reise könnt ihr natürlich weitere Dinge anleiern, besprechen, wie ihr reisen wollt, denn offen kann zumindest Lutisana nicht an Kleinwaldstein vorbeireiten. Also gut, zumindest hat das bisher geklappt, aber wir sollten nicht verschnaufen, nicht rasten. Zur Not reiten wir die Pferde zu Tode. Wie viel Zug habt ihr bei den Truppen an der Tobimora? Was meint ihr mit Zug? Die Dämonen dort beherrsche ich nicht. Es gibt noch einige Gotongis, ich weiß nicht, an wen sie gebunden sind und wer sie kontrolliert, aber... es gibt natürlich noch irgendwelche verborgenen Dämonen, die in den Schatten lauern. Auch da weiß ich nicht, wem sie gehorchen. Könnt ihr die Männer befehligen? Zumindest... Mein Verrat werden sie wohl noch nicht mitbekommen haben. Offiziell bin ich noch eine der Obristen. Dann könnten wir über Ebelried fahren. Das sollte gehen. Ihr müsst uns nur am Kontingent von Galotta vorbeibringen. Wir sollten... Meines Wissens ist Ebelried auch weiß, oder? Ebelried ist weiß, aber südlich der Brücke versucht man zu stürmen. So jedes Jahr viermal.
Dann sollten wir vielleicht in den Wäldern, genau zwischen Kleinwaldstein und Ebelried, irgendwo bei Protzing, sollten wir vielleicht direkt durchbrechen. Also, die schwarzen Wälder sind unglaublich gefährlich. Gut, wenn wir Glück haben, finden wir noch eine Brücke oder eine Fort. In der Tobimora sitzt auf alle Fälle die tiefe Tochter. Aber auch das soll wohl gelingen, wenn man ihn zumindest nicht beschiffen will oder befahren mit irgendwelchen Flossen. Der haben wir schon einmal ins Unwasser gespuckt. Ihr werdet mir auf alle Fälle erzählen dürfen, was ihr für Leute seid, aber Kagi, ja. Das Beste, was Nemrod zu bieten hat. Sie spuckt einmal aus. Ich habe vier Kaisern gedient und einem Gott. Sag das vielleicht nicht laut, wenn wir drüben sind. Man sollte die Wahrheit nicht verschweigen. Da stimme ich euch zu, aber ihr müsst auch unbequeme Wahrheit nicht offen hinausposaunen. Sie seufzt einmal und so reitet ihr weiter nach Norden. Zusammen mit der Hilfe von Lutisanna könnt ihr den meisten Gefahren ausweichen. Nichts, was euch wirklich auffällt, mit den Streitwagen von Belshirasha ausgestattet, die Pferde, die eigentlich gar nicht müde werden. Normale Pferde wären bei der Geschwindigkeit auch schon zusammengebrochen oder würden nach Wasser lechzen. Diese Pferde laufen und laufen und laufen. Auch der Wald scheint sie mit dem Unterholz gar nicht so sehr zu behindern. Es ist, als würden die Bäume euch ausweichen oder als würden sie trittsicher genau den richtigen Weg hindurchfinden. Bis ihr dann mit eurem Streitwagen an der Tobimora steht, die schwarz vor euch entlang fließt. Nun dann, Adi An Mandi. welchem Punkt sind wir jetzt gerade bei der Tobimora? Hier oben? Bei Kleinbordstein? Oder? Steuerung F. Ihr seid ja alle auf der richtigen Karte. Ich habe mittlerweile gewechselt. Keine Ahnung, forcier doch mal. Steuerung E. Steuerung F. Ungefähr hier seid ihr. Das heißt, Also nicht bei Kleinbordstein, super, super. nein, genau. Also das war jetzt zumindest so, wie ich es euch verstanden hatte. Eberid selber ist weiß. Ihr wisst nicht genau, wie viele Rondrianer es da gibt, aber wenn, also Lutisanna hat zumindest überhaupt keine Lust auf diese Vereinigung. Parianfurten scheint ihr wohl mit dem Zwölf-Götter-Edikt wesentlich lieber zu sein. Zumindest wird es da auch irgendwie Kagia geben und einen Herzog oder einen Kanzler. Zumindest die profanen Söldlinge hat sie lieber als die kirchlichen. Hat wohl Wer kann es ihr verdenken? keine große Lust auf die Ritter der Leuen. Die Pferde halten an, ohne dass sie schnaufen. Beeindruckend und praktisch. Macht euch lieber Gedanken, wie wir hier rüberkommen. Die Brücke bei Plötzingen gibt's nicht mehr, oder? Meines Wissens ist sie abgerissen. Berg, wir können nicht zufällig eine zusammenzimmern. Meinst du Nach den Resten der mich? alten vielleicht. Gib mir 2 Jahre und 50 zuverlässige Zwerge und ich baue dir die schönste Brücke, die du je gesehen hast. Wenn wir die nicht haben, würde ich einen anderen Weg suchen. Ygna nickt bestätigend. Es wird die größte und die schönste Brücke, die ihr je gesehen habt. Werde eines Tages vielleicht darauf zurückkommen. Nur. Arisio, habt ihr im Solidarität-Seminar aufgepasst? Ich weiß man auch keinen Weg, wie wir über diesen Fluss hinüberkommen. Vielleicht gibt es eine Fort. Wir werden entweder eine solche suchen oder in Ebelried die Brücke nehmen müssen. Kann man den Fluss durchschwimmen oder ist das einfach unmöglich aufgrund von Strömungen und ähnlichem? Die Tobimora ist schon ein bisschen breiter und strömt auch. Die schwarzen Wasser sehen einladend aus. Du könntest fast erkennen, dass sie singen und dich umarmen wollen mit ihren säuselnden kleinen Schlieren. Also nicht. Dann weiter. Wir werden jetzt den Fluss entlang reiten, an der Fort Ausschau halten oder eben
Brücke nehmen müssen. Und dann tun wir genau das, schätze ich. Ja, wenn ihr noch ein bisschen an der Tobimora den Fluss abwärts geht, schreitet, könntet ihr nach etwa 2 oder 3 Meilen erkennen, wie wohl ein paar Bäume über die Tobimora gelegt sind. Das würde für euch reichen, aber nicht für die Pferde. Und auch nicht für den Streitwagen. Sowieso nicht. Ich will zu Fuß weiter. Wir werden nicht die Pferde hier lassen. Wieso? Weil die eure Sachen zurück nach Hause tragen. Ich will nach Reine Furten und mir dort ein neues Pferd kaufen, wenn nötig. Ich habe kein Problem damit, meine Sachen zu tragen. Jetzt, wo ich vor allem die dicke Winterkleidung ertragen muss. Ist es möglich, weitere Bäume zu fällen, die parallel zu den bestehenden Bäumen zu packen? Die Oberfläche mit Sand bestreut, dass man so eine etwas mehr oder weniger ebene Fläche bekommt? Wenn du mir eine Probe anbietest, klar, also du kannst ja alles versuchen. Dann würde ich auch mal auf Holzbearbeitung wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt da noch eine Probe, ein Metatalent. Da weiß ich aber nicht, wie es Holzfälle, da weiß ich aber nicht, wie es gebildet wird. Das müssten wir mal nachschauen. Das ist wichtig, wollen wir so viele Tonnen Holz schlagen, weil das dreht sich darum, wie viele Tonnen Holz man an einem Tag schlagen kann, das Talent. Dann machen wir einfach eine ganz generische Holzbearbeitungsprobe. Ich glaube, das sollte auch reichen. Was wird da also noch? Also wenn wir eine Axt haben, können wir Holz schlagen. Genau, Wildnisleben würde, glaube ich, auch sonst gehen, eine Ableitung plus 5. Also bietet mir einfach irgendwas an. Also Abelmir baut da anscheinend irgendwas zusammen. Und immer hat ich er überlege erstmal, ob es gehen würde. Abelmir nimmt sich so ein paar Äste und überlegt, dass er die Äste erstmal auf diesen Baum, so ein, vielleicht zwei Bäume, die dann so reinragen, vielleicht irgendwelche Holzfäller oder irgendwelche Kinder, die sich dann Spaß gemacht haben, wenn es hier noch irgendwelche Kinder gibt. Zumindest ist der Baum von der weiß-tobrischen Seite rübergeschlagen worden und nicht von der schwarz-tobrischen Seite. Abelmir legt so ein paar Äste und Sträucher, so ein paar Büschchen, die er abgeschlagen hat, legt er dann daneben und guckt dann dabei zu, wie sie dann den Fluss hinuntertreiben. Dorgosch, meinst du, wir können das mausche Ding da ummachen? Das wird schwierig. Aber wenn du die Pferde nicht aufgeben willst, was haben wir für eine Wahl? Mit ihnen kommen wir schneller voran. Und auch schneller wieder weg, wenn es schief geht. Komm, fast an. Wir machen das jetzt. Und dann, wir haben ja alle Beile gekauft gehabt, oder ich habe zumindest eins gekauft, in Braunklamm? Nee, in Ballio, glaube ich, sogar noch. Ich habe keins mehr. Es kommt dir vor, als wäre es Jahre her, dass du in Braunsfurt oder in Ballio warst. Ich fühle mich auch Jahre älter. Und dann wird Holz geschlagen. Wir suchen uns eher morsche Dinge oder so halb entwurzelte oder kränklich aussehenden. Eine Stunde lang schanzt ihr. Legt dann Stock um Stock, Zweig um Zweig hin, Baum um Baum, Stamm um Stamm, der dann nach und nach dort hingelegt wird, verdichtet wird. Noch einige Sand oder schwarze Erde, die ihr dann aufschichtet. Einige Ranken, die dann auch von den Bäumen nach euch greifen, versuchen, während ihr dann ein bisschen Sand oder Kies nehmt, nach euch greifen. Ihr könnt dann nochmal euch losschlagen mit dem Beil. Ihr habt auch das Gefühl, dass die Bäume flüstern, langsam auf euch zukommen. So ein bisschen klaustrophobisches Gefühl, was euch versucht einzunehmen. Nach einer weiteren Stunde seid ihr endlich mit Streitwagen und den 5 Pferden übergesetzt. Die Wälder hier sehen gesünder aus, als ob die Tobimora eine natürliche Grenze bildet, aber auch hier ist der Boden staubig, leicht aufgeschwemmt das ein oder andere Mal, das passt nicht ganz zusammen, dass es mal viel zu trocken und mal viel zu feucht ist, als ob sich der Boden dagegen wehrt. Ich pack dann jetzt auch meinen Banner ein. Immer hat auf jeden Fall die schwarze Robe in die Tobimora geschmissen. Die hat die Magierrobe und hat wieder sein normales Zeug angezogen, inklusive seiner Ehrenrüstung. Mein Wappenrock hat ja leider einen Ura gefressen, ich muss also blank rumlaufen. Haben wir die Brücke denn wenigstens zerstört? Kann ich die losen Stämme in den Fluss treten, damit uns niemand folgen kann?
Ist das Ja, doch, könntest du machen. Also wenn ihr dann übergesetzt seid, oder das ist nicht meisterlich verdichtet, aber schon so, dass es da mit einem schweren Streitwagen rüberfahren könnt. Und es tut dir so ein bisschen im Herzen weh. Würfel mal, ich überlege gerade, irgendwelche Nachteile, die du hast als Zwerg. Arroganz vielleicht. Das ist ja, meine Selbstbeherrschung, Schwert um Arroganz, damit du jetzt diese Brücke wieder zerstören kannst. Das ist immerhin von Zwergen gemacht. Natürlich. Eigentlich sollte diese Brücke Bestand haben. Schweren Herzens trete ich den ersten Stamm weg, den zweiten und sehe mein Meisterwerk den Fluss herunter spülen. Das war eine wahrlich gute Arbeit, aber so ist es besser. Sie dürfen uns nicht folgen. Genau. Besser selber zerstören, als vom Feind missbrauchen lassen. Richtig, richtig. Aber los, weiter, weiter. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Ihr zehrt von der Wurst, alles, was ihr euch noch irgendwie eingepackt habt, das Trockenfleisch, teilweise noch geschossen von, naja, aus den Bergen noch eingekocht von Ömer. Alles, was euch noch irgendwie ein bisschen Kraft gibt, ein bisschen Wasser, was ihr noch zuletzt zusammengekratzt habt, aus irgendwelchen Pfützen, das ihr ein bisschen befeuchten könnt, bis ihr dann nach endlos langer Zeit irgendwann in den Abendstunden das kleine Dorf Pereinefurten erreicht. Gelegen am Oberlauf des Flüsschen Tietzam, nördlich der Zipfel der Tobimoriens, wurde hier, ja, nach dem Auszug aus Sicilia das zum Herzogensitz, zum richtigen Herzog, das Zentrum von Weißtobrien. Als Residenz der Hoheit auserkoren, könnt ihr sehen, wie ein befestigter Gutshof nach oben ragt, zusammen mit einem Pereine-Kloster hinter ein paar Mauern, die aufgeschüttet worden sind. Bewaffnet die in unmittelbarer Umgebung zum Klosterhof in den Zeltdörfern überall umher sitzen, in notdürftigen Hütten, ja, eine Unterkunft, die ihnen hier geboten wird. Die Zahl an Flüchtigen und Kämpfern in Pereinefurten ist grob geschätzt bei etwa 3.500, vielleicht 4.000 Personen, die in dieses Dorf nicht passen. Die letzte Befestigungsanlage rund um das Dorf ist fertiggestellt und bemannt. Auf jedem der kleinen Türmchen stehen Söldner. Könnt dann auch ein paar Weiler erkennen, Welfenrode, Tietzams Auen, die vor allem Jalan bekannt sind. Bedacht mit leichten Erdwällen, Palisaden und die Fahnen des ersten tobrischen Landwehrregiments. Die Leibgarde, die Wolfengarde, nicht die Wolfengarde, sondern die Wolfengarde vom Herzog, das Sturmbanner. Einige hunderte Freiwillige, die hier aus den Provinzen des Reiches zusammengezogen sind. Viele Flüchtlinge,